Was geht, Leute? It's your boy Dave. Heute mit einem neuen Video. Und zwar, heute ist der Tag, an dem ich faste. Wir haben, ich weiß nicht wie viel Uhr, aber ihr seht selbst, es ist early in the morning. Ich habe vergessen, zu Suhur aufzustehen. So, Leute, wir haben früh am Morgen. Ich habe es verkackt, noch was zu trinken und zu essen, weil ich einfach zu müde war, um nachts aufzustehen. Deshalb werde ich den Tag wohl ohne Wasser und ohne Essen verbringen müssen. Ja. Fuck my life. Und noch was zu trinken oder zu essen, heißt, das letzte, was ich gegessen habe, war gestern Abend. Und ja, damit muss ich jetzt den Tag überstehen. Lass gerne ein Abo da, wenn du neu bist. Lass ein Like da. Und ja, ich bin wirklich excited. Also bis jetzt geht es mir gut. Ich bin der Mensch. Ich esse morgens nie was, deshalb geht es in Ordnung so. Aber ich bin gespannt, wie es im Laufe des Tages ist. Vor allem ohne Trinken. Weil ohne Trinken, das wird, glaube ich, anstrengend. Denke ich. Ja. Lass ein Like da, lass ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. An die Leute, die jetzt sagen, oh, hier steht keine Uhrzeit, hier steht kein dies, hier steht kein das. Ja, Junge, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin und keine Uhr dabei habe, kann ich schlecht Uhrzeit einblenden. Aber ihr könnt versichert sein, dass ein Tag zu fasten, dass ich das auf jeden Fall real mache, so. Würde ich jetzt sagen, ich faste eine Woche oder den ganzen Monat so, das wäre Cap, weil das würde ich nicht hinbekommen, gebe ich ehrlich zu. Aber einen Tag will ich schon hinbekommen. Wir werden sehen, ob ich es am Ende auch schaffe, weil das ist hart. Das ist wirklich hart. Deshalb, wie gesagt, wir sind jetzt früh am Morgen. Bisher fühle ich mich noch fit. Bisher geht noch alles klar, aber es kann sich ändern. Ich bin froh, dass es nicht so heiß ist. Momentan ist schlechtes Wetter. Das ist gut. Weil wenn es noch heiß wäre, ohne Trinken und so, ich wäre gedamaged. Einmal gedamaged wäre ich. So, Leute. Wir haben jetzt gegen Mittag. Wie läuft das Fasten bisher? Es ist hart. Ich sage euch ehrlich. Bisher ist es sehr hart. Aber nicht wegen dem Essen, sondern wegen dem Trinken. Weil ich gewohnt, wie auch immer, ihr Deutschlehrer. So hier, ich trinke mal Wasser, ich trinke, keine Ahnung, eine Coke oder so, aber gar nichts trinken ist schon hart. Deshalb, das, mit dem Essen geht's noch, aber trinken wird langsam wirklich hart. Ich habe jetzt Glück, dass es kühl ist. Wenn ich mir vorstelle, dass die Leute, also meine Freunde und so weiter, am Fasten sind während dem Sommer, und ich ja weiß, wie wasted die immer sind danach, dass sie am Fasten sind und ohne Trinken noch bei dieser Hitze und so, das ist schon hart. Aber jetzt, ich bin schon am Limit so, aber nur wegen dem Trinken. Also essenstechnisch könnte ich es durchhalten. So, bis jetzt. Man betone bis jetzt die ersten, keine Ahnung, 7-8 Stunden so. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das später ist, wie viel ich essen werde, weil, ja, ich glaube nicht, dass ich großen Hunger habe. Weil kennt ihr das, wenn ihr so lange nichts am Essen wart oder am Essen seid und dann der Hunger vergeht? Ich glaube, so ein Ding wird es. So, Leute, mein Tag des Fasten neigt sich dem Ende zu. Wir haben jetzt halb neun. 21.05 Uhr, glaube ich, darf ich was essen. Genau. Ich sage euch ehrlich, ich bin wasted. Also ich habe es im Video davor schon gesagt. Ich bin wirklich am Ende. Weil der Magen knurrt. Ich habe Kopfschmerzen, weil ich halt einfach dehydriert bin. Denke ich, und ich habe einfach so Kopfschmerzen, weil ich habe auch so häufig Kopfschmerzen. Naja, aber ich denke,
dass aufgrund dessen, dass ich nichts getrunken habe, ich einfach gedamaged bin. Und ja, wie gesagt, lass auf jeden Fall ein Like da, lass ein Abo da, wenn du neu bist, auf was wartest du, Dicker? Und an alle meine muslimischen Brüdern und Schwestern, ich hoffe, euer Fasten wird angenommen. Ich wünsche euch noch eine restliche, beziehungsweise eine jetzt gesegnete Fastenzeit, die ihr hattet. Und ja, Respekt auf jeden Fall, also an alle Leute jetzt, die sich denken, hä, wieso fastet man, wieso dies, wieso das. Man muss ja nicht unbedingt aus religiösen Gründen fasten, so Christen fasten, Moslems fasten. Man kann es auch einmal für sich tun, um zu sehen, ob man es schaffen könnte, ob man ob man wirklich das schätzt, was man eigentlich so tagtäglich so zu sich nimmt. Man überlegt, wie viel man am Tag isst. Das ist halt geisteskrank. Und deshalb sollte man sowas mal machen, um zu sehen, ja, okay, es ist halt nicht selbstverständlich, 3 Mahlzeiten auf sich zu haben oder keine Ahnung, Wasser oder Getränke allgemein zu haben. Deshalb ist es, finde ich, auch für Leute, denen es jetzt nicht durch die Religion vorgeschrieben wird oder die es nicht aufgrund der Religion machen würden, finde ich es trotzdem eine coole Aktion. So. Letztendlich ist es mir egal, ob ihr es macht oder nicht. Ich sage nur, ich mache es als Selbstexperiment. So. Okay? Also jetzt jeder, der mich judgen will oder sonst was, judge mich. I don't give a fuck. Ich habe es für mich gemacht. Ich habe für mich das entschieden zu machen. So. Am Ende des Tages bin ich hier mit Kopfschmerzen, dehydriert und einem knurrenden Magen. Aber es gibt Menschen, die warten nicht bis keine Ahnung, jetzt heute 21.05 Uhr, bis sie was essen dürfen, sondern die warten darauf, bis sie die nächste Möglichkeit haben, irgendwie was zu essen zu finden. So, und das stelle ich mir weitaus schlimmer vor, als jetzt, wenn man sagt, okay, ich verzichte bewusst mal darauf, um es zu schätzen. So, weil wir nun mal einfach in Deutschland mehr oder weniger im Überfluss leben. So, das ist keine Predigt hier, das ist einfach nur Fakt. Und jeder, der das hier sehen wird, will auch wissen, dass ich recht habe, so. Deshalb. Aber Leute, mein Fasten-Selbstexperiment war cool so. Bisher, ich mache auf jeden Fall, wenn ich gegessen habe, getrunken habe, mache ich ein Video, so wie ich mich fühle, wie letztendlich meine Eindrücke sind, weil jetzt spricht auch der knurrende Magen aus mir. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns dann später gleich, / morgen. So Leute, es ist jetzt der Tag nach dem Fasten. Was kann ich euch sagen? Ich kann euch sagen, an jeden, der fastet, ja, du hast meinen vollen Respekt. An jede Schwester, an jeden Bruder, ihr habt meinen vollen Respekt, weil das wirklich hart ist. Das Herzste für mich war wirklich einfach das Trinken so. Das Essen ist auch hart, der Magen knurrt irgendwann so, aber man gewöhnt sich dran. Was wirklich hart war, war das Trinken, weil ich auch dann krass Kopfschmerzen bekam. Und deshalb, ich fand es aber eine gute, lehrreiche Aktion. Man schätzt das Ganze so, man betrachtet es. Na klar, jeder sagt, er schätzt Nahrung und so, aber irgendwie hat man nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür dann, wie unselbstverständlich das eigentlich ist, so, dass man, wann man will, wo man will und was man will, einfach trinken kann oder essen kann, so. Deshalb, auf jeden Fall, Leute, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, Support ist kein Mord, korrekt ist korrekt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Guck dir diesen Ausblick an, der Gazette des Hayat. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen schönen Frühling, / Sommer, der jetzt auf uns zukommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, stay blessed. Peace out. Kayaka.
Wave Company.